Er ist unterwegs. Galileo-Reporter Harro Füllgrabe ist gestartet, um fast vergessene Inseln vor Dubai zu suchen. 300 Inseln von Menschenhand gebaut. Rund 4 Kilometer entfernt vom Festland sollten sie Grundlage eines gigantischen Bauprojektes sein. Wer schon mal was von Dubai gehört hat, der weiß, hier gibt es völlig verrückte Projekte. Eins davon ist The World Islands. Da hat man versucht, die Welt mit Hilfe von künstlich aufgeschütteten Inseln nachzubauen. Ein großer Teil davon ist nach wie vor leer. Und was genau da los ist, das werde ich jetzt herausfinden. Ist das jetzt ein sogenannter Lost Place? Harros erster Anlaufpunkt? Eine dieser leeren Inseln. Das hier ist eine von den Inseln von The World Islands. Ein Großteil der Inseln, die hier künstlich erschaffen wurden, sehen genauso aus. Hier ist nichts, nichts außer Sand. Seit 20 Jahren stehen diese Inseln größtenteils leer. Und das Einzige, was man sehen kann, ist, dass die Natur sich einiges wieder erkämpft. Was war passiert? Vor fast 20 Jahren boomte der Wüstenstaat ohne Ende. Es gab viele Investoren für gigantische Projekte. Das größte damals, 300 Inseln, die die Weltkarte nachstellen sollen. Dafür wurden Millionen Kubikmeter Sand im Meer versenkt und unglaubliche Mengen Fels von weit her geholt. Doch das Prestigeprojekt geriet ins Stocken. Der Grund? Die Finanzkrise 2008. Viele Investoren zogen sich zurück. Und Dubais Regierung erließ ein neues Gesetz, dass diese Inseln nur noch klimaneutral und nachhaltig bebaut werden dürfen. Bis jetzt blieben deshalb die meisten Inseln leer. Bis jetzt. Denn ein Investor hat sich 6 der Inseln gekauft und baut sie jetzt zu einem Mega-Luxus-Imperium aus. The Heart of Europe, auf Deutsch das Herz Europas. Das ist einer von 9 Palästen auf der sogenannten Schwedeninsel. 6 Stockwerke mit eigenem Dschungel. Harro darf sich einen der Paläste etwas genauer anschauen. Quasi durch die Hintertür. Der Eingang ist nämlich im Dschungel. Und Harro wird gleich begrüßt von Delphine Casal, der Marketingleiterin dieses Luxusimperiums. Ist ja wie Sesam, öffne die Tür. Willkommen, wie geht's? Bitte komm rein. Bitte, nur zu. Oh, what nice. Wow. So? What's a palace? Und das kann man laut sagen. Hier befinden wir uns gleich unter der goldenen Kuppel. Der Raum für Partys oder Empfänge. Es ist kein Konferenzraum, sondern das Hauptschlafzimmer. Es gibt noch 4 weitere. Die Einrichtung ist von Bentley Home. Sie wissen schon, die auch die sehr teuren Nobelkarossen produzieren. Also im Keller gibt es den Wellness- und Fitnessbereich von Schweden. Ein Yoga-Studio, Massageräume, Sauna und einen Schneeraum. Schneeraum? Willst du den Schneeraum sehen? Ja, na klar. Ja, dann bringe ich dich in den Schneeraum. Das ist nachhaltiger Schnee. Do I need a jacket? Brauche ich eine Jacke für diesen Schneeraum? Ist okay. Hier geht's lang. Das gibt's ja. This is real. No. This is unglaublich. Das ist der Schneeraum. Das gibt's nicht. Das gibt's doch. Dabei ist die Technik eigentlich einfach erklärt. An einer Metallplatte lässt man Wasser gefrieren. Drehende Messer schneiden das gefrorene Eis permanent ab. Und so schneit es. Ich kann das nicht glauben, dass das alles zusammen klimaneutral sein soll. Wir nutzen nachhaltige grüne Energie, also Solaranlagen. Wir benutzen Brauchwasser. Wir verschwenden also keine Energie. The Heart of Europe ist das nachhaltigste Projekt derzeit auf der Welt. 0 Emission. Das ist die Vision der Designer. Alles, was wir tun, ist grün. Zumindest soll die Energie für die Luxushäuser zukünftig komplett aus Solar und das Wasser für den Schnee aus Entsalzungsanlagen stammen. Wie nachhaltig das wirklich ist, wir sind uns noch nicht so sicher.
Was muss man bezahlen, um so einen Palast zu bekommen? Nur 80 Millionen Euro. Ha, Sekunde mal. Ich nehme auch Kreditkarten. 80 Millionen, pf, okay. Ja. Angeblich hat sich die arabische Königsfamilie schon alle 9 Paläste gekauft, auch wenn erst einer davon fertig ist. Jedes Refugium hat auch einen eigenen Dschungel drumherum. Das ist jede Menge Aufwand, denn hier gibt es 70 verschiedene Pflanzenarten. Man wollte einen tropischen Garten, wie man ihn auch auf den Malediven finden kann. Die Pflanzen müssen aber stets bewässert werden, denn auf künstlichen Inseln gibt es überhaupt kein Grundwasser. Und Regentropfen kann man in Dubai einzeln zählen. Wir wollen, dass sie möglichst schnell wachsen, denn je mehr sie wachsen, umso mehr produzieren sie Sauerstoff. Und wir haben damit einen Ausgleich für den CO2-Ausstoß der Touristen, die hierher kommen. Also mehr Pflanzen, mehr Sauerstoff, desto besser der ökologische Fußabdruck. Wir wollen einfach das nachhaltigste Projekt sein, das es derzeit auf der Welt gibt. Und dem Ruf wollen wir auch gerecht werden. Immer und immer wieder. Und das wird auch in Zukunft eine Herausforderung bleiben. Ja, eine wunderbare. Was man meistens gar nicht sieht und ja auch nicht sehen soll, ist das Bewässerungssystem. Da muss Haro schon suchen. Ah, okay. Jetzt kann man sehen. Das meiste ist unterirdisch verlegt. Das System soll wohl so sein, dass entsalzenes Meerwasser verteilt wird auf die Inseln, um dann unterirdisch, meistens sind diese Leitungen nämlich unterirdisch verlegt, die Pflanzen mit Wasser zu versorgen, damit ein solcher künstlicher Dschungel entsteht. Was hier gebaut wird, soll nicht nur schön und teuer, sondern auch klimaneutral sein. Das ist schwer zu glauben. Das gibt's nicht. Das ist schon pervers. Es fühlt sich toll an. Es ist ein Stück Paradies. Und ich möchte glauben, dass es cool ist und dass es klimaneutral ist und dass es zukunftsweisend ist. Aber noch fehlt mir dafür die Fantasie. Vielleicht finde ich noch mehr heraus, was mich davon überzeugt. Bis jetzt ist es einfach skurril. Aber wir erfahren tatsächlich gleich mehr. Haro trifft den Chef von The Heart of Europe hier auf dieser schwimmenden Villa. Es ist ein Österreicher, der vor fast 20 Jahren nach Dubai kam, um hier mit Immobilien sein Glück zu machen. Josef Kleindienst investierte noch vor der Finanzkrise 2008. Andere Investoren gingen danach pleite, er nicht. Jetzt hat er hier ein 5-Milliarden-Projekt am Start. Deutsch oder Englisch? Naja, wenn ich schon die Chance habe, Deutsch zu sprechen, sehr gerne. Schauen wir mal, ob es ein Österreicher versteht. Ich bin Ostfriese, das kann dann nur gut laufen. Hallo. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Vielen Dank, dass Sie Zeit haben. Sehr gerne. So, bitte, so, komm danke rein. Danke sehr. Boah, hier ist auf jeden Fall nicht so warm. Das ist also, schon mal sehr schön. Herzlich willkommen im Floating Seahorse. Ah, vielen Dank. Wir haben 3 Levels. Jetzt sind wir am Water Level. Und ich würde gern mit dir jetzt ins Meer hineinspazieren. Ins Meer, man kann hier ins Meer hineinspazieren. Wir können ins Meer hineingehen. Ich komme einfach mit. Komm, ich stelle dir alle Meer. Fragen. Darf ich dich alles fragen, was mir auf dem Herzen liegt? Alles. Okay. Und jetzt kommen wir langsam so, sozusagen Schau, unter das Wasserlevel. Du siehst oder? Jetzt, das ist der Wasserlevel. Also wir sind jetzt schon im Meer. Okay. Drinnen. Das heißt, wir also sind jetzt schon komplett. Wir sind in einer Suite. So, und jetzt siehst du auch, dass wir im Meer sind. Und das ist kein Aquarium. Das ist Meer. Also wir sind im Aquarium, die sind draußen. Die gucken uns sozusagen zu. Die schauen uns zu, ja. Fische vor dem Schlafzimmerfenster, durchaus beeindruckend. Aber hält das auch? Das gibt's, was ist denn, wie ist denn das? Das ist Acrylic, ein 10 cm starkes Acrylic-Fenster. Wow. Diese schwimmende Villa hat der Chef des Milliardenprojektes selbst entworfen und zusammen mit Architekten verwirklichen lassen. Das ist die erste von über 130 geplanten Wasservillen im Bereich seiner Luxusinseln. Was muss der Kunde dafür dann in die Hand nehmen? Wie wir zu verkaufen begonnen haben, war unser Preis, also in Dirham 5 Millionen Dirham, das ist so Daumen mal Bier, 1 Million Euro. Dann haben wir aber gesehen, die sind weggegangen wie die warmen Semmeln. Wir haben dann sofort die Preise erhöht
Und das letzte haben wir um 4-5 Millionen Euro verkauft. Also wir sind ausverkauft im Moment. Ach, so ein Mist. Jetzt wollte ich doch gerade. Wir haben noch welche, aber die, okay. Die verkaufen wir später, wenn das ganze Projekt fertig ist, zu einem deutlich höheren Preis. So, hier kannst du immer die Relation zum Meer da anschauen. Wow, bitte. Dann hast du jetzt wirklich, das ist jetzt der, wow. Jetzt sind wir oben. Nein. Das ist doch, ich meine, das ist doch wie im Paradies. Aber jetzt jemand wie ich könnte sich das ja jetzt nicht zwingend leisten. leider muss ich das ja sagen. Ein bisschen fleißiger. Muss ein bisschen mehr arbeiten, ja, danke dir. Und da sehen das Gehalt ein bisschen erhöhen, damit es unser Kunde ist. Ja, das stimmt. Da arbeiten wir dran. Josef Kleindienst, Chef über das 5-Milliarden-Projekt, hat ein Geheimnis. Polizist bist du gewesen. Ja. Wie ist dieser Schritt oder wie fühlt sich das an? Was ist passiert, dass du jetzt hier stehst und im Prinzip ein zukunftsorientiertes Milliardenprojekt als deins nennen kannst? Als Polizist traut man sich halt schon mehr, muss man sich auch im Beruf wie andere. Und was war das Risiko, dass es nicht funktioniert? Man hat, ja, man riskiert halt sein Leben, seine Gesundheit, man riskiert halt Geld. Josef Kleindienst ist nach eigenen Angaben ein Selfmade-Millionär. Schon als Polizist in Österreich hat er mit Immobilien und Aktien gehandelt und damit quasi nebenbei sein Geld gemacht. Und als er vor knapp 20 Jahren nach Dubai ging, herrschte hier Goldgräberstimmung. Und die hat er offensichtlich genutzt. Wie er aus Millionen allerdings Milliarden gemacht hat, werden wir wohl nie so ganz erfahren. Jetzt baut er dieses nach eigenen Angaben weltweit nachhaltigste Tourismus-Imperium auf. Alles hier soll klimaneutral sein. Über und unter Wasser. Wir sehen da vorne tatsächlich Korallen. Wir sehen Riff. Wir sehen ein Riff, das wir gebaut haben. Das Riff sitzt auf einer Stahlstruktur, auf dem wir dann Riffteile draufbauen und mit Korallen bestücken. Und ihr schafft es tatsächlich selber zu züchten? Wir züchten Korallen, ja. Also wir haben 2008 begonnen, Korallen zu züchten. Und das will sich Haro gleich mal anschauen. Er lässt sich von der Wasserwelle mit dem Boot zum Koralleninstitut bringen. Das ist in einem 5-Sterne-Familienhotel untergebracht, das gerade gebaut wird. Kaum durch die Lobby ist Haro schon im Koralleninstitut. Hier trifft er Roland bei der Arbeit. Er kommt von den Philippinen und ist Aquarist. Hallo, wie geht's dir? Mir geht's gut. Mein Name ist Haro. Mein Name ist Roland. Ich sehe eine ganze Menge verschiedener Korallen, aber ich habe keine Ahnung, wie man die züchtet. Kannst du es mir zeigen? Ja, klar, ich zeig's dir. Und jetzt passiert etwas, das Haro gar nicht fassen kann. Roland schneidet eine Koralle in kleine Stücke. Sterben die dann nicht? Korallen sind doch so empfindlich. Worauf musst du achten, damit du sie nicht zerstörst? Ich werde dir das Geheimnis verraten. Danke. Ich habe einen Korallencleaner. Wenn du sie zerschneidest, werden sie damit überleben. Ja? Der Korallencleaner ist ein natürliches Desinfektionsmittel aus pflanzlichen Stoffen für Korallen. Es befreit und schützt sie vor Bakterien und Parasiten. Und so können sie auch in zerschnittenem Zustand überleben. Ich habe jetzt die Korallen fertig geschnitten und jetzt mache ich das drauf. Was ist das genau? Das ist ein Korallenkleber. Also das ist was Besonderes? Ja, das ist ganz speziell für die Korallen. Die Korallen kommen hier, dass die da kleben? Ja, genau, die kleben hier fest. Das Kleben ist für die Korallen kein Problem, denn sie wachsen nur nach oben. Angeblich sollen sie hier 20 Mal schneller wachsen als im Meer. Hier das Fragment vorher und 6 Monate später. Aber in freier Natur wachsen die nicht so schnell. Die perfekten Bedingungen hier sollen das schnelle Wachstum erklären. Wir stellen sicher, dass die Wasserparameter stimmen. Und wir geben ihnen spezielles Futter, Mineralstoffe, wie zum Beispiel Calcium und Magnesium. Und dann werden sie ausgewildert.
The Heart of Europe, 6 Inseln von 300, werden in 2 bis 4 Jahren fertig sein und ihre Luxusgäste empfangen. Die anderen Inseln größtenteils leer. Ja. Was meinst du? Wird da was kommen? Also diese Inseln werden alle bebaut. Definitiv? Hundertprozentig. Was macht dich so sicher? Die Bremse ist, dass diese Inseln nachhaltig bebaut werden. Und darum rückt auch die Regierung von dieser strengen Umweltauflage nicht ab. Zum Glück. Die Regierung von Dubai hat vor einigen Jahren ein Gesetz erlassen, dass auf diesen Inseln nur noch klimaneutral und nachhaltig gebaut werden darf. Aber für Josef Kleindienst ist es auch eine persönliche Herausforderung. Die Nachhaltigkeit ist, glaube ich, für meine Generation das Um und Auf. Wir müssen es schaffen, dass der Schaden, den wir selbst ja angerichtet haben, dass wir den wieder gut machen. Kriegen wir das hin? Ja, klar. Wir Österreicher schon. Bevor Harro The Heart of Europe wieder verlässt, muss er dem österreichischen Immobilien-Tycoon noch einen Gefallen tun. Und zwar auf der Wasservilla, wo die beiden schon waren. Das müssen wir jetzt für die Zuschauer prüfen, dass das kein Aquarium ist. Du musst springen. Wie willst du das denn? Du musst springen. Wir bleiben hier, du springst und wir schauen, ob du zum Fenster tauchen kannst. Wir warten, ja? Wir bleiben hier. Und Harro lässt sich das nicht zweimal sagen. Also, los geht's. Harro, die kleine Meerjungfrau, überzeugt sich mit eigenen Augen und Händen davon, dass das Fenster ein Fenster und kein Aquarium ist. Stimmt wirklich! Das gibt's ja gar nicht! Gibt's doch, Harro. Eigentlich haben wir uns schon gedacht, dass das kein Aquarium ist. Aber Harro brauchte bei 45 Grad Außentemperatur noch eine kleine Abkühlung, bevor es von den World Islands vor Dubai wieder nach Hause geht. Und wie lautet jetzt sein Fazit? Der überwiegende Teil ist definitiv auch nach 20 Jahren nach wie vor ein Lost Place. Da gibt's gar keine Frage. Wenn wir jetzt von Heart of Europe sprechen, wo wir sehr viel schauen durften, ist es faszinierend, was dort in die Wege geleitet wird, was dort angepackt wird. Also wenn diese Nachhaltigkeit hinkommt, so wie es mir erzählt wurde, dann ist es definitiv in Zukunft ein Place to be. Ich glaube nur für den Großteil der Menschen, und da gehöre ich auch zu, leider nicht. Da fehlt eben einfach das nötige Kleingeld. Aber zumindest schauen durften wir mal. Das ist ja auch schon was.